Mein Name ist José Birni. Ich unterrichte Methodik des Zeitgenössischen Tanzes. Ja, was mich interessiert, das ist das die Vermittlung, zusammen mit Menschen in einem Raum zu sein und physische Erfahrungen miteinander zu tauschen. Ich sehe mich nicht als der, ich leite die Sessions, die wir gemeinsam haben. Ich lerne genauso viel wie meine Studierenden von dem. Und was ich versuche, ist mögliche Varianten und physische Erfahrungen mit denen in einen Austausch zu kommen. Ich bin Spanier. Ich hatte meine Ausbildung mit der Nationalschule da in Madrid. Danach bin ich nach Brüssel gegangen. Und in Belgien habe ich mit dem Ballet Contemporain de Bruxelles getanzt. Da haben wir meine zeitgenössische moderne Ausbildung. Danach kam ich hier nach Frankfurt am Main mit der Rui Horta mit Zoo. Da war ich 9 Jahre als Tänzer und Assistent von Rui Horta. Deswegen habe ich auch diese Verbindung sehr stark zum Frankfurt am Main. Das war meine erste Haltestelle in Deutschland. Und danach bin ich nach Hannover, da hatte ich meine erste Professur in der Hochschule in Hannover und dann seit 10 Jahren bin ich an der Baluga Hochschule für Tanz